So, Herr Knabe, schauen Sie mal. Hier habe ich alles vorbereitet schon. Das ist jetzt praktisch unser neues, modernes Setup, was wir jetzt hier aufgebaut haben, um gewisse Situationen zu simulieren. Hier auf dem Computer. Auf dem Gerät, genau. eSports Live Tycoon. Tycoon. Ja. Wir nehmen hier gerade auch alles auf. Wie? Wo? Da ist die Kamera. Oh. Für die Leute draußen, das für die Fans, für die Community, verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Aufnahme 1 habe ich einmal vorbereitet. Stört Sie das Licht? Das ist so ein bisschen, als ob ich saften würde, ne? Nee, ach Quatsch. Nichts kann Sie verunstalten. Na gut. Oder? 1. Weil, warum? Wir sind die Nummer 1. So. Oh. Ja. Da sind wir schon drin. Aha. Ui. Sehen Sie, gucken Sie mal, da. Da ist unser Logo an der Wand. Kann man da näher ran? Ja, wir müssen mal ranzoomen. Zoom? Zoom. Mit dem Trackball sozusagen ranzoomen. Ach, das Draht hier. Genau, ja, genau. Da können Sie ganz nah ran. Und dann noch hoch. Hoch? Hoch noch ein bisschen. Halten Sie mal gedrückt. Oh, Pride! Ja, Pride ist auch mit dabei. Offset alle Spiele müssen jetzt nur noch ein bisschen hoch. Ja, ich mach drücken doch. Sie mal mit der einen Maustaste gedrückt haben. Ah, was? Oh, ja, jetzt schicken Sie die ganzen Spieler schon unterwegs hin. Ah ja. Ah ja? Wo? Oh, jetzt sind jetzt Nacht. Schlafen. Tagesende. Ja. Das geht mir zu schnell, Herr Westphal. Wir könnten Pause machen, hier. Pause. So, gut. Jetzt ist erstmal Zeit angehalten. Ist zwar unrealistisch, aber so können wir uns erstmal vielleicht ein bisschen... Nee, ist aber auch gut. Die müssen ja auch mal an die etwas älteren User und Userinnen. Ja. Wir können ja einfach mal gucken, wie wir jetzt die Steuerung weiterhin hinbekommen. Ja, also andere vielleicht? Oh. Da, so funktioniert's. Ja, und jetzt da sitzen die Lümmel. Was trinken die denn? Das ist, Das ist doch ungesund, das ist doch Monster. Ja, so was trinkt man heutzutage, ne? Obses. Obses. Ach so, wird der hier geschrieben. Ja. Obses. Warum schreibt man den Obses? So kann Obst es. Er isst Obst. Obst essen. Da fehlt nur EN. Ja. Wieso haben wir nur $12,000? Das ist die Frage. Das ist doch unrealistisch. Ja, ist Quatsch. Wir haben doch. Ja, mehr. Wir haben viel mehr. Da ist eigentlich. So, ich habe noch nicht umsonst investiert in den Fall. Also. So sieht's aus. Ihr ganzes Guthaben ist nämlich da jetzt. Ja, ich hoffe, Sie haben nicht alles ausgegeben, wa? Wären das nur noch 12.000? Da wäre aber... Nein! So. Klicken Sie mal die Spieler an. Die sind alle Spieler haben wir drin. Das ist der Prime. Das ist unser Supporter. Special, Midlane. Spezial. Special. Special. Special, genau. Dann Pride. Pride. Ne, der Schweizer. Okay, kennst du Schnischner Schnappi? Ist Pride mit dem Krokodil. Der Pride hat doch Renekton gespielt. Ah, die Schlange. Ein Krokodil. Ach so, ja. Ja, ein Krokodil. Eine Schlange ist ja, ja, länger. Ja, mein ja. Gott, da habe so. Ich dann falsch gesehen. So, Obses haben wir eben schon gehabt und hier... Obstess. Obses. Ja, ja, ist ja so. Gut. Und mein Gott. Kynetik. Ja, Kynetik. Genau, Kynetik. Ist das, ist der Chemiker? Auch. Wusste ich ja, dass sie so... Der hat Chemieausbildung gemacht. Ausbildung? Ich wusste ja nicht, dass wir da eloquente Menschen für uns spielen lassen. So. Natürlich. Ich dachte, die sind dumm. Na, hör mal. Nee. Das sind Leistungssportler. Na gut. Grüße übrigens. So, wir müssen jetzt uns mal hier um die Spieler kümmern. Was läuft denn hier alles? Lass nix anklicken, bitte. Lassen Sie das bitte nicht... Ja, aber was ist das denn? Oh. Nicht, jetzt bleiben Sie bitte so, wie es eben war. Oh, nein, so, nein, nicht. Hier, W-O-T? Bitte, nein, auf Standard wieder bitte gehen. Standard. Fullscreen Cam, das muss es gewesen sein. Ja, ah. Klasse. Und jetzt bitte einfach die Maus einmal noch da. Ja, und loslassen. Los, ja. Und die Maus. Ach so. Ja. Das ist ja interessant. Wir haben hier verschiedene... Was wir hier alles haben. Ja, wir sind technisch sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. Ne? Wer ist denn unser nächster Gegner? Maus? Unser nächster Gegner ist noch unbekannt. SK? Uwe Plant? Du brauchst mehr Gegner. Unbekannt. Ach so. Entschuldigung. Ja. Welches Team heißt Uwe Plant? Ja, aber es gibt auch andere Teams, die heißen EVI einfach und so. Das ist auch nicht besser. Also. Ja, das verstehe ich ja eh nicht. Also wer gründet denn ein E-Sport-Team und denkt, EVI einfach ist ein guter Name? Bei uns beim Fußball wären die vom Platz getreten worden. Sobald die kommen. So muss man ja nur auch. Naja, doch, aber sicherlich. Naja, man also, kann ja. Wer ja nennt also sich denn auch wie der Sponsor? Das ist ja komplett. Die haben sich ja verkauft. Komplett. Ja, das wäre natürlich mega dumm, sein Team nach einem Sponsor zu benennen. Also, wer das macht. So. So, jetzt machen wir erstmal. Also, wir müssen jetzt uns vorbereiten auf das Match. Gegner analysieren ist ein Ding. Wir müssen ja wissen, wer das ist.
So, aufklicken, genau. Und jetzt gehen wir hin. Wir müssen jetzt nochmal Start drücken. Start. Oh, jetzt fühlt sich was. Ja, jetzt fühlt sich was. Und jetzt analysieren wir die Gegner. Jetzt gucken wir dann praktisch auf diesen Monitor. Das soll man erkennen? Ja, die erkennen das. Die sind ja nochmal ein bisschen näher dran. Gucken Sie mal. Und ha, jetzt wissen wir, wie viele Punkte die in Training gesteckt haben. 4 Punkte haben die im Training erreicht. Wie Punkte? Was denn für Punkte? Da, die 4 hier oben. Die 4. Ja, aber was heißt denn 4 Punkte im Training? Und jetzt 3. Spielen die 1-4-1 oder 2-3 oder 5-0? Das am Kreis 6-0? Und andersrum auch noch. Also die haben jetzt Spiel mit 3 Vierern. Hä? Jetzt ganz schnell. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich hab doch pausiert, Herr Westphal. Achso. Kevin, schau mal, hier. Ja. Gut, jetzt so. Jetzt Taktik. So, jetzt wird Taktik gemacht. Jetzt geht's darum. Ist das so auch bei uns im Haus, im Vereinsheim? Das ist genauso. Oh, unser Gegner ist schon da. Ich glaube, wir haben gar nicht genug trainiert. Suno K.O. Was ist das denn für ein beschissener Name? Jetzt spielen. Jetzt haben wir natürlich selber nicht so viel trainiert. Deswegen haben wir bei Training 0 und die Gegner 4. Ist unglücklich gelaufen. Weil die so viel vorm Fernseher gesessen haben. Ja, wir müssen denen auch sagen, dass sie trainieren sollen. Ne? Aber wir haben doch bessere Werte. Ja, individuell sind wir besser. Sehen wir mal, wie Spiele funktionieren, bevor wir anfangen. Ich weiß doch, was hier, dieses Leech of Legends. Nee, League. Ja, Leech ist aber was anderes. Was? Fortsetzen. Ich kann nur lutschen. Ja, lutschen können sich die von der Frage. Gut. Das Spielfeld. Das Schlachtfeld. Oh, ja, die Kiddies, Freunde. Das sind die, der Nexus, die Hauptbasis. Ja, das Hauptquartier. Ja. Oh, die Mann Atom, die Kernspalte? Das erste Team, das den gegnerischen Nexus zerstört, gewinnt das Spiel. Mittels Kernschmelze? Einfach draufhauen. Und dann gibt es hier die 3 Bahnen. Auf jeder Bahn steht ein Turm, einer für jedes Team. Um den Nexus zu beschädigen, musst du den Turm auf mindestens einer Bahn besiegen. Ach, also, vorher lassen die ja einen nicht ran. Nö. Ja, aber man kann doch vorbeigehen. Nee, geht nicht. Ist doch alles offen. Ja, aber der Turm schießt ja. Der macht ihn ja tot. Ja, mein Gott. Den schießt er mal daneben. Der Turm trifft immer. Unrealistisch. Helden, die zu Beginn jedes Spiels deinen Spielern zugewiesen werden, kannst du nutzen, um Türme und den Nexus zu besiegen. Nexus. Jetzt ist auch mal langsam gut. Ja. Jeder Runde kann ein Held sein Duell gewinnen und den Turm beschädigen, aber dem Angriff ausweichen, ohne Schaden zu erleiden. Alle 3 Minuten findet ein Drachenkampf statt und das Team, das ihn besiegt, erhält 3 Runden lang einen Bonus. Ja, klasse. Fortsetzen. Passen Sie mal auf, wie Sie mit mir reden. Also der Befehlston, den brauchen Sie sich gar nicht angewöhnen. Ja, damit wir hier auch vorwärts kommen. Ich habe ihn eben schon mal... Das habe ich schon verstanden. Fortsetzen bedeutet weitergehen. Ja, genau. Aber wir haben ja draußen... Ruhig. Wir sind ja ganz cool, ne? Ich beruhige mich, wenn ich will. Das sind deine Angriffschancen und Angriffs- und Ausweichschancen. Klicken Sie erstmal hier auf Bahndrücke. Hier? Auf Bahndrücke, hm? Bahndrücke. Achso, jetzt macht er das vielleicht, oder? Oh! Oh. Ja, da weggemacht. Der ist tot. Ja. So, im Dschungel wird auch gekämpft. Auch weggemacht. Sehr nice. Was mache ich? Das ist alles viel zu... Daneben. Wir können auch da Pause machen nochmal. Pause. Also, Herr Westphal, wie soll man denn hier das verstehen in meinem Alter? Naja, es ist schon mit den Zahlen, die kommen ja auch zusammen. Verstehen Sie? Ja, selbstverständlich. Kann man hier nicht den Prime, der ist ja anscheinend Schmacko im Angriff. Der steht schon 1-0, ne? Ja, dann kann der doch hier mal richtig Gas geben. Wir können einfach überall Vollgas geben, ne? Wir spielen einfach auf Tempo. Ja, aber unten schauen Sie mal, ein Fehler, dann war's das. Das ist richtig, ne? Wir probieren mal, ob es jetzt so funktioniert. So, Spezial. Der wird gedrückt. Ah, das ist natürlich... Den müssen wir rauswerfen. Hm. Wirklich, wer nicht liefert, in meiner Mannschaft fliege ich. Ei, au. Obses? Oh, die haben jetzt plus 20 auf ihre Werte. Das ist schlecht. Obses hat leider geintet. Wann sind denn wir mal dran? Ich weiß auch noch nicht. Jetzt. Jetzt. Da. Jetzt, Obses greift an. Oh, schön. Schön, auch. Schön, ja, schön. Gemacht, den Typen. Schön. Jetzt wär's jetzt dran. Breit. Ja. Der macht doch. Oh. Der ist auch gerade in der Liga. Richtig am Durchrasieren. Mit Schnappi. Den müssen wir mal ganz kurz. Wir müssen dem seinen Vertrag verlängern und vor den Angeboten der Bayern schützen. Ja. Da müssen sie das direkt dingfest machen. Nee. Verlängern. Ja. Sonst wandert der uns ab in die LEC. Nee, ich hab den auch letztens auch schon nochmal einen Döner gekauft. Sowas, genau. Ja, dass die auch... An einen binden. Mhm. Drück. So. Oh, Sideline-Push. Was heißt das? Na, seitlichen Bahndrückung. Ja, dann reden Sie doch Deutsch mit mir. Das ist immer so anstrengend. Niederlage.
Ich will das andere spielen. Wir bereiten uns jetzt mal auf das nächste Match besser vor. Wir hatten ja vielleicht ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ja, wenn Sie hier das schon so präparieren, diesen Speicherstand, ja wo ich nur hier mich also bloßgestellt wurde vor den Medien. Wer ist denn, an wen geht denn das Material? Das geht an, das geht global raus, an alle. Ja, aber kann man das noch verhindern? Das ist jetzt wohl auch schon so abgestimmt mit dem restlichen Vorstand. Wer sitzt da? Also wer ist der? Der Ruhr. Ja, gut, der. Sagen wir mal ehrlich, ihr wisst eh, wie das Video gleich weitergeht. Die machen irgendwas, der macht irgendwas Doofes und dann lacht ihr und die lachen. Lass uns mal kurz über was Wichtiges reden. Wir bei Instinct 3 sind jetzt schon über 60 Mitarbeiterin und brauchen immer noch Verstärkung. Na, und wenn ihr Bock habt auf unbegrenzte Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten und wahrscheinlich ein paar der coolsten und besten Kolleginnen, die diese Industrie zu bieten haben, dann bewerbt euch doch. Der Link ist da unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt noch viel Spaß bei dem und so weiter. Macht's gut. Oh, Vorsaisonende. Wir haben das Ende der Vorsaison erreicht. Jetzt beginnt die offizielle Leech of Heroes Liga. Ach, jetzt geht's erst los. Jetzt geht's erst los. Das war praktisch nur Test. Ah, sie haben mich verarscht. Ja. Sie. Machen Sie das nicht noch einmal. Wir haben uns einen Platz in der Leech of Heroes gesichert. Mhm. Ich dachte Liga. Leech of Heroes Liga. Was das heißt Leech? Of Heroes heißt der Helden. Das weiß ich. Ja, Liga der Helden. Ja, aber eben stand doch dann Liga der Helden Liga. Das macht keinen Sinn. Haben Sie das programmiert? Doch, ja? Ja, ja, ja. Auch wenn wir in der Bronzeliga Liga 6, Regionalliga Nord, oder was? Nee, das ist ja 4,5. Verbandsliga. Jetzt können wir hier einen Sponsor uns aussuchen. Pringles. Die machen hier richtig hier... Pringles. Was ist das denn? Tab City? Haben die gar keinen Pringles? Was ist Tab City? Habe ich noch nie gehört. So irrelevante Kackscheiße. Wir brauchen nur relevante Sponsoren. Saisonziele. Die stellen uns Ziele? Saisonziel, Position halten. Das den interessieren doch Impressions, haben sie gesagt. Achso, das kann ja ein Saisonziel sein. Ja, ja. Aber Pringles, wollen die, dass wir Platz 1 werden? Ich meine, ja, werden wir aber. Werden wir doch. Ja. Ja. Ja, wenn die sagen können, ja. Also, die Weltklasse-Spieler, die essen aber auch nur Pringles. Stimmt, so gesehen. So. Oder hier, da, wo die ihre Konten anlegen. Genau. Das war nur Topstars. Das Bank. Das war nur Topstars. Geld liegt, aber der beste Spieler liegt bei uns. Schön Sparbuch. Oh. So. So. Wir sparen ja auch. Aber nicht zu knapp. Manchmal muss auch mal Geld raus. Nein, wir sparen. Toll. Klasse. Das finde ich eine super Simulation. Wir spielen es aber gar nicht. Wir labern nur Scheiße. So, deine Spieler verdienen jetzt Geld. Je nach Sponsor steht mehr oder weniger Geld zur Verfügung, um Gehälter zu zahlen. Viertel hunderttausend? Ja. Sagt man das so? Ja, unter Immobilien, also unter Taui sagt man auch. Taui? 24 Tauis. Oder Kilogramm Koks. Cookie. 24 Koks. Die sind immer noch... Oh! Haha, wie bei uns! Wie bei uns mit den scheiß Pressevertretern da. Ja, ja, ja. Die Arschkrampen. Guck mal, da stehen sie. Sehen sie? Oh, bin ich aber Rollkragenpullover? Ja, ist gut, ja. Oh, was haben die jetzt gesagt? Na, die meinten, es geht los. So, das ist jetzt unser Haus. Das ist auch wieder so eine bunte Scheiße. Ja, aber ist eigentlich schon... Guck mal, oh, mein Büro, ihr mit den Pokalen, jawohl. Ja, ja, das ist schön, oder? Lassen Sie uns jetzt mal reinstarten in die Saison. Es gibt hier schön Kohle zu holen und Preise. Kohle, und Geld. So, erstmal Pause. Pause, es ist 9... Ja! Oi! Ja, ey, was ist wie das bei, denn? Wie beim Eisenbahnsimulator, den spiele ich immer. Echt? Ja. Ah, nice. So, jetzt. Das war jetzt ganz reflexhaft. Also, Sie spielen auch privat? Mal am Wochenende ein Stündchen. Ja. Schön mit der das ist aber sehr Zigarillo ne? Und einer Dose Pringles. Ne? Hier, essen Sie mal, komm. Siebte Position, Chaos. Das ist doch Big! Die erkenne ich doch!
Die sind undercover in der 7. Liga. Undercover? Ja. Was sind die 3 Punkte zum Erfolg? Analysieren, ja. Taktik besprechen, ja. Training. So, und das machen wir jetzt. Analyse. So, jetzt gehen die Leute rein. So, jetzt müssen wir richtig... Aha, 3. Was 3? Was 3? Das heißt, die haben in Taktikbesprechung... Lila, Taktik. Genau. Da haben die 3 Punkte drin. Da brauchen wir mehr. Ja, wir brauchen noch mehr Infos. Genau, 6. Die haben viel trainiert. So. Komm, gib ihm. Ja. Stopp! So, und jetzt... Was heißt das denn? Das ist jetzt ein Piece. Was heißt das? Das ist es. Jetzt wissen wir, wie die Taktik funktioniert. Die spielen friedlich, oder was? Ja, die sind einfach... Jetzt wissen wir Bescheid. So, jetzt unten in Taktik rein. Da ist der Trainer. Mindestens nee. Da... Wer ist denn das? Nee, der Spezial? Ist der Coach? Ist ja, das der gibt jetzt ein paar Taktiken vor. Er ist der Führer von dem. Der hat auch schon mal, der hat schon mal LEC gespielt. Ja, das ist sicher. So. Und jetzt 6. Liga. So, ich würde vorschlagen, wir machen 4 Punkte. Einen mehr als Big. So. Na, so, genau. Also, die Steuerung, sie sind ein Naturtalent. Danke. Was jetzt? Die haben gerade geschlafen, aber ist auch nicht so wichtig gewesen. Die schlafen am helllichten Tag? Nein, das war Nacht, jetzt ist schon wieder 10 Uhr morgens. Die sollen 8 Uhr aufstehen! Haben die einen Life-Coach? Life-Coach? Moi? Sie! Naja. Frühstück. Ja, brauche ich mich ja nicht wundern. 6. 7. 7. So, jetzt können wir nochmal Pause? Ja. Also entweder... Oh. Ja, aber können wir denn nicht die sabotieren? Deren Training, so wie letztes Mal. Dass wir jemanden einschleusen, der versucht, den Dings, wie heißt der Coach, Avendia, anzustecken mit Danisch. Corona. Wir haben ja extra bei Talentscout gecoacht nach jemand, der Corona... Ja, hier ist eine klasse Simulation, die Spaß macht. Wir haben gar nichts gemacht. Ja, haben wir nicht. Nee. Aber in dem Spiel. In dem Spiel, ja, jetzt war ich schon ganz wieder woanders, ja. So, Training. So, jetzt machen wir Training noch auf 8 und dann gehen wir mal ein bisschen Kohle machen, noch schön Hype generieren. Hier unten ist Hype, dann machen wir ein paar Fotos. Hier Sponsoren, Mann. Genau, Social Media. Aber die haben wir doch gar nicht. Nein, stopp. Stopp! Das läuft immer noch. Ja, ist in Ordnung. Wir können ja mal, das gibt Couch. Kohle. Das sind doch nicht unsere Sponsoren, ja, um doch, Gottes Willen. Das ist schon, das ist so, Wir dürfen niemanden umsonst bewerben. Beispiel wäre das... Was war jetzt? Alter, mal. Stopp! Oh, guck mal, die hören Metall. Die hören Metall. Heavy Metal. Blind Guardian, kennen sie? Ja. Scorpions, auch toll. Scorpions. Wie bitte? Wir sind hier live. Das ist sexistisch, sie Arschloch. Was heißt das für Lappen? Für Big Fans. Okay. Gewöhnen Sie sich das mal an. Okay. Wir stehen nämlich mit unserem Verein in der Öffentlichkeit. Sie, also wirklich. Du Lappen. Wie bitte? Also jetzt... Also hören Sie mal! Ich bin mal kurz raus. Leute. Bitte schneidet jetzt nicht raus, weil... Ihr müsst mir helfen. Der Typ ist komplett fertig. Knabe raus. Das ist kein Witz. Ich glaube, der kommt schon wieder. So. Haben Sie sich beruhigt? Ja, mein Verhalten war nicht angebracht. So, hier ist ja auch egal. Fotos. Was bringt das denn jetzt? Geld. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's rein. Neuner. Und jetzt sind wir auch vorbereitet. So, alle Werte sehen sehr, sehr gut aus. Das spiele ich wieder selber. Ja, spielen Sie mal selber. Gucken Sie mal, hier, der Toplaner, der wird komplett übergerollt. Ja, alle. So, jetzt können wir ja nochmal, jetzt können wir die Werte ja nochmal beeinflussen. Ja, wir drücken unten richtig. Guck mal, 7, 8, um Gottes Willen. Und dann drücken. Bahn drücken, jo. Okay, wir versuchen erstmal über unten. So, los geht's. Los. Jungs. Macht mich stolz. Ja. Jawohl. Jawohl. Oh, der Preis. Ja, und ja. Das, obwohl er defensiv ja eigentlich ist. So, ne? Oh nein. Ach nein, scheiße, jetzt hat er auch direkt zurückgeschlagen. Ja, da muss man aufpassen. Die, so, jetzt, meine Jungs. Die müssen komplett angreifen. Ja, Doppelschlag. Ah, die Lutscher von Big. Was für Lappen, ey. Zack. Oh, da sind wir schon durch. Da sind wir durch. Da können wir gleich richtig angreifen. Jawohl. Wir sind gleich durch. Ein Angriff noch. Durch?
Ja gut, der muss erst... Guck mal, steht der wir gewinnen doch auf jeder Bahn. Ja, ja. Und der ist halt wie in echt, ne? Das hat jetzt auch... Oh, yeah! Yeah! Wo die Ave kreuzt die Spree von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt. Da ist Spandau, da sind wir! 2, 3. Spandau, Spandau, wir lieben dir! Eintracht! 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 Oh, reicht auch. Man sieht nicht lächerlich. De Kervain-Syndrom. Vom Spieler verletzt. Von was denn? Vom Hype oder was? Am Handgelenk deines Spielers wurde ein De Kervain-Syndrom. Er sollte... Sechs Tage Pause? Unser Starspieler! Der spielt weiter. Jetzt müssen wir Panda anrufen. Nein, der spielt weiter. Sie erledigen das. Der spielt weiter. Machen Sie. Der spielt weiter. Zu den Schildern jetzt in die Physio? Nee, nein. Machen Sie nicht. Der spielt nämlich weiter. Aber wenn eine Verletzung da ist, dann... Keine Diskussion, der spielt weiter! Ja, dann geht's weiter hier. Aber wenn der verletzt ist, dann müssen wir auch mal gucken, dass wir uns um die kümmern. Irgendwann reicht's aber mal. Ich hab gesagt, der spielt weiter! Kevin, komm wieder!